So, wir wandern jetzt am Bighorn Canyon entlang, nachdem wir uns total verfranzt haben. Wir haben nämlich auf das Navi vertraut und sind in die Crescent Falls Road gefahren. Aber diese Crescent Falls Road hat gar nichts mit der Straße zu tun, die zu den Crescent Falls tatsächlich führt. Die haben wir jetzt durch Zufall gefunden, weil wir aus Frust weitergefahren sind. Und jetzt sind wir hier am Bighorn Canyon. Und der Bighorn Canyon, witzigerweise, das ist hier der Bighorn Canyon in Kanada, ja, haben wir den richtig gut eingefangen, in Alberta. Und wer sich an die Reportage erinnert aus dem Jahre Schlag mich tot, 2015 vielleicht, der weiß, dass wir in einem Bighorn Canyon waren, in Montana, ne? Montana, zwischen Montana und Wyoming. Da gab es einen Bighorn Canyon, der auch sehr, sehr beeindruckend war. Aber hier dieses Flüsschen heißt Bighorn River und der Canyon entsprechend Bighorn Canyon. Wir schlendern jetzt hier mal so ein bisschen am Canyon lang, aber dann geht es 3 Kilometer weiter in diese Richtung und da sind dann diese Descent Falls, von denen wir uns natürlich dann nochmal melden werden. Aber jetzt, bevor ich ausschalte, begleite ich nochmal mit der Kamera den Weg entlang am Bighorn Canyon hier in Alberta. Gut, da die Kamera läuft und unsere Wanderung hier begleitet, würde ich auch noch mal anmerken, wir befinden uns nicht im Jaspers oder Banff Nationalpark. Wir haben ja eine kleine Detour gemacht von der Forestry Trunk Road, vom Highway 40, sind hier außerhalb der Nationalparks und kriegen hier trotzdem solche ergreifenden Landschaftsausblicke zu sehen. Und das ist tatsächlich, wie wir finden, mal ein Geheimtipp. So, hier ist ein weiterer Ausblick, der diese Canyonbiegung besonders gut zeigt. Ja, das würde ich jetzt mal auf eine Tiefe von mindestens 100 Meter schätzen. Aber es könnte deutlich mehr sein, da verschätzt man sich manchmal. So, und man kann da auf der gegenüberliegenden Seite den Parkplatz sehen mit unserem Camper. Da stehen noch 2 weitere Fahrzeuge. Aber ansonsten ist es hier recht entspannt. Ja, 3 Kilometer weiter am gleichen Fluss, dem Bighorn River. Also im Grunde am gleichen Canyon, dem Bighorn River Canyon, sind wir jetzt auf einem 300 Meter Fußmarsch zur nächsten Attraktion hier an diesem Spot. Und das ist ein Wasserfall, die Crescent Falls. Und das schauen wir uns gleich mal an. Und hoffe, dass wir in wenigen Minuten dort ankommen werden. So, da wird bei der Gelegenheit auch gleich nochmal die Beschaffenheit der Straße dokumentiert, weil die in diesem Abschnitt dem ähnelt, was wir gestern kilometerweit auf der Cardinal Road hatten, wo wir dann sogar an einer Furt, die wir nicht passieren konnten, aufgeben mussten. Ja, da sind wir jetzt hier an diesem Trailhead angekommen. Und das Verrückte ist, da hinten ist ein Campground,
den man über eine Furt erreichen kann. Das schauen wir uns nachher auch gleich nochmal an. Ansonsten, wir mussten oben parken. Hier soll angeblich nur Behindertenparking sein, aber jetzt sieht man, 15 Minuten stehen ist ja auch erlaubt. Und der Canyon als tiefer Einschnitt ist hier nicht mehr existent. Das heißt also, hier ist der Bighorn River noch ziemlich hoch und stürzt jetzt gleich als Crescent Falls in die Tiefe. Werden wir gleich sehen. Und dann entsteht erst der Canyon mit der Tiefe, wie wir ihn vorhin gesehen haben, 3 Kilometer von hier stromabwärts. Da kann man also sagen, beginnt der Canyon erst. Sind wahrscheinlich flussabwärts noch einige Kaskaden, die ihn tiefer und tiefer werden lassen. Hier haben wir die Crescent Falls. Vermutlich nicht sehr wasserreich im Augenblick. Und da kommt der Fluss aus Richtung der Rockies. Natürlich werden wir da unten auch noch mal gucken. Und wir werden auch zu dem Ausguck etwas flussabwärts gehen. Da sind jetzt andere gerade hingelaufen. Und damit verabschieden wir uns erstmal für heute, denke ich sogar fast, aber zumindest von dieser Attraktion hier. An den Crescent Falls gibt es auch ein kleines Stückchen dahinter einen Campground. Und ich sehe auch keine geschlossene Schranke und nichts. Das heißt, es sieht ganz so aus, als würde man hier auch nach der Saison stehen können. Das hier allerdings ist ein Walk-in Campground, wo man sein Auto auf den Parkplatz stellt und dann in die Stellplätze mit Zelten geht. Vermutlich sind aber Fahrzeugstellplätze noch weiter hinten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt noch bis dahin gehen. Ah, da sehe ich aber auch eine Schranke bzw. ein Gate, was aber noch offen ist. Das heißt, es kann passieren, dass es hier irgendwann mal zugemacht wird. So, das Besondere an diesem Campground, da halte ich nachher noch mal die Kamera kurz drauf. Man erreicht ihn nur, wenn man wagemutig genug ist, durch eine Furt zu fahren. Wo ich aber denke, dass das für uns kein Problem darstellen dürfte, denn wir haben ja gestern die Erfahrung der Cardinal Road gemacht. Da schreckt uns sowas eigentlich nicht mehr. Gut, wir sind dort an einer kleinen Furt tatsächlich am Ende gescheitert und mussten umkehren, aber diese Furt, die war nicht instand gehalten worden und hatte extreme ausgewaschene Böschungen. Und sie war auch so schmal, dass wenn wir mit dem Vorderrad an der hinteren Böschung gestanden hätten, wären wir mit dem Hinterrad gerade an der ersten Böschung runtergerutscht und wir hätten zwischen zwei Böschungen festgeklemmt. So sah das dort aus. Ja, gut, ich weiß nicht, wir würden jetzt nicht weiter hintergehen, oder willst du? Bis da, wo die Wiese ist. Gut, ich melde mich nachher kurz mit einem Update und zeige nochmal die Furt. Ansonsten aber, meine Idee ist, ein Stück zurück Richtung Osten zu fahren und am Fish Lake Campground zu schauen, dass wir dort zur Nacht stehen. Ja, wir haben jetzt doch hier die ersten Stellplätze erreicht. Ist gar nicht so schlecht. Der Weg geht weiter und zu beiden Seiten des Weges sind hier Stellplätze. Das sind die Plätze 1 und 2 hier. Und wenn man da auf dieser Seite steht, hat man gleich so den privaten Abstieg zum Bighorn River. Oder heißt er hier erst noch Bighorn Creek? Auf jeden Fall kommt man da ans rauschende Wildwasser. Ja, nun nochmal das kurze Update zum Thema Furt zum Crescent Falls Campground. Schon die Rampe hier runter ist relativ rau. Vor ein paar Minuten ist hier ein Pickup durchgefahren.
Man sieht, wie er hier aufgekratzt hat, den Grund. Und da, die Rampe sieht an sich ganz gut aus. Drüben eine kleine Böschung, also man würde das schaffen. Pretty narrow in Kirk, and they're going to be spreading gravel, yeah, right? So just okay. Go nice and slow on the corners because they'll be spreading just down this. Okay, yeah, thank you.